Heute zeige ich dir, wie du ein kleines Projekt abmischen kannst, das aus nur sehr wenigen Spuren besteht und bei dem unter Umständen noch nicht mal ein Schlagzeug mit aufgenommen worden ist. Insbesondere was das Panning, also die Verteilung der Spuren im Stereofeld und auch die EQ-Bearbeitung betrifft, solltest du hier nämlich einige Dinge beachten. Außerdem zeige ich dir, dass der Solo-Button richtig gefährlich sein kann und dass eine vermeintlich kaputte Spur im Mix durchaus noch funktionieren kann. Los geht's ins Projekt. Das ist unser Projekt und wir hören gleich mal rein. Come and lay your burdens down. Give up your sins and gain a crown. You'll find joy in sweet leaves. Also ein lustiger Bluegrass-Song mit Gitarre, Banjo, Mandoline, Fiddle, Kontrabass und eben Gesang. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man so ein Projekt aufmacht. Sowas mischt man nicht alle Tage, es sei denn, man ist ein passionierter Bluegrass-Mischer. Aber es ist auch, egal ob es Bluegrass ist oder was auch immer, wenn man so ein Projekt öffnet, mit 7 Spuren ist man erstmal verwirrt, weil wir alle sind eher Projekte von 24, 48, 76 Spuren und noch weiter aufwärts gewöhnt. Und du sitzt jetzt erstmal da und denkst, was soll ich denn jetzt hier überhaupt machen? Und ja, was soll man hier überhaupt machen? Schauen wir mal, wo wir hergekommen sind. Also, wie haben die Rohspuren denn eigentlich so geklungen und was habe ich dann gemacht? Hören wir hier mal rein. Ich habe jetzt alle Plugins ausgeschalten. Und das klingt im Prinzip auch schon ganz gut. Es klingt schon ganz ordentlich. Man muss tatsächlich nicht viel machen und man muss sich jetzt auch hier nichts, du musst dir jetzt hier auch nichts aus den Fingern saugen, sondern wir versuchen einfach den Mix, wie im Intro bereits erwähnt, ein kleines Stück besser zu machen. Und das geht hier auch bei so einem kleinen Projekt, wie auch bei vielen großen Projekten, zunächst mal über den Mixbass. Ich habe hier Greg Wells Mixcentric angewandt, wende ich im Moment gerade in fast jedem Mix an, weil es so gut funktioniert. Das ist ein Plugin, das verwendest du nur über diesen, bedienst du nur über diesen einen Drehregler und hier passieren Kompression, Saturation und eine EQ-Kurve passiert hier gleichzeitig und dieses Plugin macht deinen Mix tatsächlich, lässt deinen Mix ein bisschen professioneller klingen. Das ist immer so, wie wenn du so wie so eine Decke von dem Mix ziehst und alles wird ein bisschen klarer und ein bisschen präsenter und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also schalten wir mal ein, was ich hier als erstes gemacht habe. Also immer wieder sehr beeindruckend, dieses Plugin ist so für die Erstauswahl immer schon mal ganz gut. Man könnte auch jetzt davor noch ein EQ einsetzen, aber habe ich jetzt in dem Fall nicht gebraucht. Der Mix hat so schon gut geklungen. Was ich dann noch gemacht habe, ist ein bisschen Bandsättigung und meine normale Mixbass-Compression. Da kann man sich jetzt aber drüber streiten, ob man das überhaupt hört. Ich schalte es einfach auch mal zu. Ich finde, da kann man sich jetzt tatsächlich drüber streiten, aber ich denke, oder ich höre zumindest, wenn ich ein bisschen Bandsättigung hier auf diesen Mix drauf laufen lasse, dann klingt der Mix, bekommt so ein bisschen mehr, ich nenne es mal so organische Wärme. Also er klingt so ein bisschen wärmer und bekommt ein bisschen mehr Gewicht, klingt einfach ein bisschen satter. Ich meine, das zu hören, auch bei der Mixbass Compression, in diesem Fall bei so einem kleinen Projekt kann man streiten. Ich finde aber auch hier durch die 2-3 dB Mixbass Compression, ist es so, dass der Mix ein klein bisschen kompakter wird, ein bisschen besser zusammenrückt. Was ich jetzt im Intro auch noch erwähnt habe, ist die Sache mit dem LCR-Panning. Also jeder sagt heutzutage, oder viele sagen, Left, Center, Right. Und dass du das machen sollst, um einfach beim Panning, also beim Verteilen der Elemente im Stereofeld, schneller arbeiten zu können, weil das eh kein Mensch mehr hört, ob jetzt die Gitarre bei 40 links im Stereofeld liegt oder bei 20 Punkten links im Stereofeld liegt, wenn man das nicht so wirklich gut unterscheiden kann. Und da ist tatsächlich was dran. Allerdings ist es so, bei so kleinen Mixprojekten, wo wirklich nicht viele Elemente spielen, kann das in die Hose gehen. Und das zeige ich dir gleich mal. Ich schaue jetzt hier, mache es hier bei dem Panning jetzt so, dass ich das mal ganz nach außen ziehe. Also ich habe jetzt hier die Elemente so gepannt, dass ich es praktisch nur um die Hälfte nach außen gezogen habe und nicht ganz nach außen oder ganz weit nach links und rechts im Stereofeld. Und was passiert, wenn ich das mache? Das wirst du jetzt gleich hören. Ja, ich lasse mal eine Stelle laufen, wo gerade nur die Instrumente spielen. Musik.
mit Gesang. Das klingt, wenn du das in so einem kleinen Mixprojekt so machst, klingt der Gesang in der Mitte irgendwie total verloren. Und irgendwo, wenn du es dir auf einer Bühne vorstellst, steht der Mandolinespieler und der Gitarrenspieler irgendwie 20 Meter weiter rechts von der Bühne entfernt. Also würden die jetzt hier bei Rock am Ring spielen auf einer riesigen Bühne, wäre die Sängerin irgendwo in der Mitte und der Mandolinspieler wird sich ganz rechts und der Gitarrenspieler ganz links nach außen stellen, da würden die sich auch dichter zusammenstellen. Einfach, weil das so besser kommt, weil sie so besser miteinander kommunizieren können. Und dieses Bild brauchst du auch vor Augen einfach, wenn du sowas mischst. Also wenn man so ein kleines Projekt hier vom Panning her zu weit auseinanderzieht, dann fällt das auseinander. Da ist einfach nicht, sag ich mal, nicht genug Volumen da, nicht genug Masse da, dass du so einen breiten Mix machen kannst. Und das ergibt einfach auch keinen Sinn bei so wenig Spuren. Also hier dieses typische LCR-Panning, wo du sehr, sehr weit, wo das komplette Stereofeld ausnutzt, ist bei so einem kleinen Projekt eher nicht zu empfehlen. Was ich dann hier gemacht habe, ist die EQ-Bearbeitung bei den Instrumenten. Das ist auch mehr oder weniger nur ein Low-Cut, aber ich finde, also hier oben ein bisschen angehoben bei der Mandoline und bei dem Banjo, aber ich finde, man hört das schon, dass es dadurch ein bisschen aufgeräumter klingt. Also auch hier, obwohl zu wenig Spuren sind. Ich finde schon, dass man hört, dass da einfach ein bisschen mehr Mumpf unten rausgezogen wird. Und das ist auch gut so. Ich habe hier bei den Lead Vocals habe ich nichts Besonderes gemacht. Das habe ich genauso gemacht, wie ich es beim Rockmix jetzt auch machen würde, nur einfach wenige Effekte. Ich habe die EQ-Bearbeitung gemacht mit einem Low-Cut, was mir nicht gefallen hat, rausgeschnitten oder gecuttet einfach hier und ein bisschen die Höhen angehoben. Das ist jetzt, sag ich mal, Business as usual, zweimal komprimiert. Einmal mit einem optischen Kompressor, weil sie auch sehr lange Töne singt und so ein optischer Kompressor oder so ein adaptiver Kompressor das besser abfangen kann, gerade diese langen Töne, wenn sie singt. Und dann einfach ein Kompressor mit sehr kurzen Attack- und Release-Zeiten, um den Gesang insgesamt ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich schalte vielleicht doch einfach mal kurz zu, wenn sie singt, dass du das vielleicht auch hören kannst. So. Na? Also der optische Kompressor, der Klon von diesem LA-2A ist das. Bei diesen langen Tönen, die sind sehr langgezogene Töne, hörst du, wie er die schön abfängt, sodass das einfach gerader klingt, also dass die Dynamik nicht so hoch ist und bei den langen Tönen fängt sie auch an lauter zu singen, also nicht das Gefühl, dass sie springt da aus dem Mix raus, das fängt ja gut ab, aber er ist eben einfach sehr langsam und verschläft dann auch den einen oder anderen Transienten, deswegen packe ich da hier den zweiten drunter, der sehr, sehr schnelle Attack- und Release-Zeiten hat und wenn ich den zuschalte, dann rückt der Gesang nochmal so ein kleines bisschen mehr nach vorne in die Mitte und das klingt gut. Und klingt direkt und das ist auch bei diesem, auch bei so einem kleinen Mix wichtig und hier dann einfach noch den De-Esser von der Hofer, der wirklich sehr gut funktioniert, weil er auf Spracherkennung basiert und eben nicht auf Komprimieren. Ich finde ein sehr überzeugendes Ergebnis, es ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Also ich schwöre echt auf diesen De-Esser, das ist der beste, den ich kenne, ich benutze auch keinen anderen mehr. Der funktioniert auf Spracherkennung, macht die S-Laute einfach leiser, während alle anderen Kompressoren das Signal komprimieren und da kannst du dann trotzdem immer wieder irgendwelche Probleme kriegen. Also auf jeden Fall klare Empfehlung, IQ oder EQ De-Esser von der Hofer, habe ich übrigens auch mal ein Tutorial drüber gemacht, blende ich vielleicht mal oben ein, wie der genau funktioniert. Eine Sache möchte ich dir noch zeigen, die hier ein bisschen einen Sonderstatus hat. Entschuldigung, und das ist in diesem Mix hier der Bass. Denn bisher ist dir wahrscheinlich bei diesem Mix noch nichts Besonderes aufgefallen. Die ganze Sache klingt ganz ordentlich jetzt hier, es sei denn, man hasst Bluegrass-Musik. Und jetzt machen wir mal Folgendes, wir schalten mal den Bass solo und das wird dich ziemlich schocken, nehme ich mal an. Also wenn du die Bassaufnahme hörst,
diese Aufnahme ist im Prinzip kaputt. Wenn du jetzt angefangen hättest, solo zu mischen, da du ja keine Jumps hast, hättest du wahrscheinlich, also ich hätte jetzt mit dem Bass dann mal angefangen, hätte dann als erstes mal kurz solo reingehört und hochgezogen und hätte gesagt, okay, ich brauche nicht weiter zu mischen, die Aufnahme ist kaputt, das Kabel war kaputt, die iBox war kaputt, das Audio-Interface war nicht gut oder weiß der Geier was, irgendwie gab es Probleme mit dem Strom, Rauschen. Die Aufnahme klingt, als wäre sie kaputt, aber im Mix selber hörst du davon nichts, es funktioniert komischerweise. Und das ist jetzt als kleine Side-Note eben einfach, das ist auch wieder, dass so ein Mix funktionieren, also so eine Spur funktionieren kann, auch wenn sie solo total schräg oder so kaputt klingt, kann es trotzdem im Mix funktionieren. Deswegen immer oder so weit wie möglich immer im gesamten Mix abhören und nicht solo die Spur abhören, weil du hättest jetzt vielleicht hier ewig versucht rumzumachen, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Ich habe hier übrigens beim Bass überhaupt nichts drin. Kein Kompressor, keine EQ-Bearbeitung, hat für mich so gut geklungen. Und die Sache passt, dieser Walking-Bass wummert hier fröhlich vor sich hin, man hört alles. Er hat auch keine Konkurrenz da unten jetzt durch eine Bassdrum oder so und von daher habe ich da nichts groß gemacht. Nichts verändert an einer kaputten Bassaufnahme. Das ist auch mal episch jetzt. Jetzt habe ich noch festgestellt, dass der Mix insgesamt zwar gut klingt, aber er war so ein bisschen trocken. Der klingt nicht so ganz grundehrlich und ich vermute mal, die haben das in einem Studio aufgenommen, also in so Aufnahmeboxen, jedes Instrument. Das ist ein sehr trockenen Aufnahmeraum, auch die Gesänge klingen sehr trocken und das klingt nicht so, da fehlt so ein bisschen Schmutz von einem Live-Raum. Also ich habe nicht das Gefühl, die sitzen hier irgendwie in einem Irish Pub drin, ja, vielleicht nicht im Irish Pub, aber in einer amerikanischen Kneipe irgendwo im Hinterland und deswegen habe ich hier einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt hier so einen Global Reverb, also einen Hall, den ich auf alles einsetze, um die mehr in so einen Live-Raum zu stellen. Ich habe so hier so einen Room Reverb genommen und die habe ich überall, also an allen Instrumenten, ein bisschen was von diesem Raum gegeben, von diesem Raumanteil, dass man den Eindruck hat, die stehen alle im gleichen Raum, um den Mix ein bisschen ehrlicher zu machen. Hören wir da nochmal kurz rein. Aber hier mit Gesang vielleicht. So, jetzt kann ich eher schon die Kneipe hören, kann ich mir vorstellen, die verrauchte Kneipe irgendwie und wie diese Musiker hier auf der Bühne sitzen. Wenn du dich dafür interessierst, wie man aus kleinen Mixprojekten große Mixe zaubern kann oder machen kann, dann schau dir unbedingt mal dieses Video an. Das ist von vorletzter Woche, da habe ich einen Hardrock-Mix gemacht, eine fette Hardrock-Produktion mit nur 16 Spuren. Das war's für heute. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder über ein neues Abo. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video von mir. Bis dann.